weather today clearly got worse, just as our moods. We're all a little scared of what happened last night. There were even some suggestions of going back, but that was outvoted. We set off at around 10 a.m, going the same Mansi trail as we did earlier. We encountered a small camp of a local hunter during our hike. We asked if he had hunted the other night, but he said no. He told us a story about a ghost prowling through the forest in the form of a bright fog. Obviously, this did not make us feel better. We kept on going forward. Today, the hike was slow and difficult. The visibility is close to zero. The temperature dropped to minus 24 centigrade. Around 4 p.m, we had to start looking for a place to set up a camp. We found a good spot on the verge of the forest, covered from the wind. As exhausted as we were, we began setting it up. We were too tired to dig up a hole for the campfire. We ate dinner in our tents. We had no strength for any discussions or thoughts. At night, I clearly heard someone walking around the tent. I heard them whispering my name. I do not want to talk about it with the rest of the group. They'll think I'm going crazy. Okay. Ich glaube, die sind die Zettel, egal wie man die findet, die sind immer chronologisch in der richtigen Reihenfolge. Und warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Es erschien mir sinnvoll. Was ist das denn? Und die Geschehnisse werden immer schlimmer. Es klingt zumindest so, dass es immer schlimmer wird. Zuerst hören sie nur was in der Nacht. Da ist jetzt. Willst du mich verarschen? Jetzt kommt man nicht von hier rüber. Wie soll man denn da hinkommen? Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Springen geht ja nicht. Das ist ja mal arschig. Von da hinten kommt man da irgendwie rüber? Hä? Oh, das ist ja noch ein Totenschädel, habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist denn das da? Da ist doch irgendwas. Ist er wieder rüber? Ja. Definitiv eine Brücke, die man zweimal gehen möchte. Kommt man da hinten rüber, verdammt nochmal. Es muss ja dann doch irgendwie hier über die Brücke sein. So, jetzt haben wir wieder die gleiche Auswahl wie eben. Genau, da oben haben wir den Zettel gefunden. Wenn wir jetzt wieder in Richtung Süden gehen, sollten wir wieder da lang dann wahrscheinlich, ne? Moment, jetzt gehe ich in Richtung Osten. Ist das wieder das große Areal in der Mitte oder wo sind wir hier? Ich habe komplett die Übersicht verloren. Es ist das Areal in der Mitte. Mist, Mist, Mist. Boah, ist ein Schnaufen, der Typ. Was ist denn hier eigentlich lang?
Hier ist nichts, oder? Nö, sieht nicht so aus. So, Herrgott, das war das Areal in der Mitte. Jetzt haben wir... Das ist doch die Brücke hier, ne? Da die Brücke. Hier war diese Rondell-Dingens. Ne, hier ist das Rondell-Dingens. Ne, aber hier bin ich doch... Ich bin doch hier rübergegangen, oder? Dann bin ich gerade wieder zurückgegangen. Ich Pfosten. 27,52. Habe ich das schon geguckt? 27 wird der da sein. Jo. Das ist wieder diese Mulde von eben. Ach, wir müssen wieder auf diesen Berg kommen da oben. Hm. Wie soll man das dann machen? Hier geht's auch nicht weiter. Nö. Drehe ich mich mal um und nehme den anderen Weg wieder. Dieser Zettel. Wo ist er denn? Da oben. Da oben ist ein Zettel. So, und hier ist die Brücke und das ist Richtung Osten. Hä? Das kann doch mal nicht die Brücke sein. Wir gucken doch jetzt gerade auf die Brücke in Richtung Osten. Die Brücke verläuft Nord-Süd. Strange. Echt strange. Moment. Bart gejuckt. Schon wieder so ein Schädel. Hier ist ja alles... Alter. Hier sind dann nur Schädel, oder? Diese ganze Gebirgskette besteht aus Schädeln. Sind wir wieder hier. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich gucke jetzt nochmal da oben. Aber das war ja die falsche Seite. So, easy peasy hier. Das ist ja gar kein Problem mehr. Nee, hier sind wir wieder. Weißt du was? Ich versuche da jetzt drüber zu rennen. Ist das eine gute Idee? Oh. Und lesen. Ein Auszug aus der Zeugenaussage von Boris W., ein 5-jähriger Junge, der womöglich der unbekannten Energie ausgesetzt war, die den Tod von 12 Personen im Wladimir 30-Komplex verursacht hatte. Boris W. Ich habe sie in meinem Traum gesehen. Sie haben mich dieselben Dinge gefragt, die Sie mich jetzt fragen. Derselbe Mann stand hinter Ihnen. Dr. Grigor Atanovich. Boris, hinter mir steht niemand. Es ist niemand hier. Boris, Sie irren sich, Dr. Grigor. Der Mann bittet mich, ich solle Ihnen sagen, dass die Welt in dem orangen-roten Licht viel schöner ist. Und er bittet Sie, sich Kammer Nummer 7 in Abteilung 22 anzusehen. Dr. Grigor, woher weißt du das alles, Boris? Hat dein Vater bei uns gearbeitet? Boris, nein, Grigor, du Scheißkerl, ich habe es mit eigenen Augen gesehen.
Ich habe gesehen, wie du Menschen zum Auge Gottes gebracht hast. Ich habe gesehen, wie ihre Haut verbrennt und ihre Arme verdreht werden. Ich habe die Albträume gesehen, die es ihnen in den Kopf gepflanzt hat. Denkst du wirklich, niemand würde etwas davon wissen? Denkst du, niemand hätte überlebt? Er hat es uns gezeigt. Oder er hat es uns gezeigt. Das Auge Gottes. Ist es das oder hat es nur diesen Namen? Wir haben aber den Zettel. Das ist sehr schön. Alter, hier bei Schnee und Eis hier den Berg entlang kraxeln. Oh cool, können wir ein bisschen anlassen. Puh, so ist doch. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hier ist gut, ich weiß nicht, wo wir sind. Die zwei haben wir. Wenn wir uns aber Richtung Süden halten, sollte das doch in Ordnung sein, oder? Ach, das ist... Das müsste diese... echt? Diese Kreuzung? Ich gehe jetzt Richtung Süden und wir gucken mal, ob wir da an einen Höhleneingang kommen, aber... Doch, Tatsache. Hier ist der Höhleneingang. Wieso macht der eigentlich das Licht an? Leuchtet der wirklich auf die Karte oder... Ich sehe keinen Kartenschatten. Naja. So, dann sind wir jetzt hier drin. Da müssen wir eigentlich theoretisch nur geradeaus, nur diesem Weg folgen. Wenn es denn richtig ist. Weiter nach Süden, kann das sein? Das kann sein. Und dann müsste gleich noch eine Höhle kommen. Hier peitscht das alles. Jetzt gehen wir wieder Richtung Norden. Hä? Denn hier mit dem Wetter los? Wieso wird es auf einmal Nacht? Da wir das noch nicht hatten, denke ich wirklich, wir sind jetzt in einem neuen Areal. Ich höre einen Zettel. I hear a Zettel in the distance. And I hope we can get to this Zettel in the distance. Hier geht's weiter, wie es aussieht. Hat der Brief nicht eben irgendwas erzählt von starkem Nebel? Also nicht orangen Nebel, sondern starkem Nebel. Oh. Lebendige Leichen in Sibirien, die mit lauter Musik angreifen. Gab es wirklich eine streng geheime Einrichtung, in der Wissenschaftler versuchten, Tote wieder zum Leben zu erwecken?
Es gibt mehrere Hinweise, die auf die Existenz einer solchen Einrichtung hindeuten. Wir finden uns in Inia, einer kleinen Stadt in Sibirien. Hier soll sich das Institut befunden haben, an dem vor Jahrzehnten die brillantesten Köpfe des Landes und versuchtesten, was lese ich da, Pappmaul, das Unmögliche möglich zu machen. Tote Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Heute sind an der Stelle nur noch Gebäudereste zu sehen. Es ist schwierig nachzuvollziehen, was genau sich hier befand. Es werden immer wieder Gegenstände gefunden, die an medizinische Ausrüstung erinnern. Wir wissen jedoch, dass es hier kein Krankenhaus gab. Ältere Stadtbewohner erinnern sich. Eines Tages kam das Militär. Sie sperrten ein Gebiet ab und richteten eine Baustelle ein. Es dauerte mehrere Jahre, bis der Komplex fertiggestellt war. Ein Gebäude nach dem anderen. Die Menschen waren froh, denn so hatten sie Arbeit. Doch sobald alles fertig war, zäunte das Militär das Gebiet mit einem Stacheldraht ein und verbot uns, auch nur in die Nähe davon zu gehen. Ich erinnere mich an Lastwagen und Soldaten, die Geräte ausluden. Hinter dem Komplex gab es ein großes Gelände, wo riesige Lieferfahrzeuge hielten. Man sagte, es seien Kühlfahrzeuge. Das ging über 12 Jahre so und nichts weiter geschah. 2 oder 3 Jahre, bevor der Komplex geschlossen wurde, passierten ein paar seltsame Dinge. Wir sahen, wie sie Menschen in die Einrichtung brachten. Und das ganze Dorf hörte mitten in der Nacht Schreie. Als würden sie dort Menschen umbringen. Eines Tages hörte es plötzlich alles auf. Die Lastwagen fuhren weg. Das Militär blieb noch eine Weile. Dann kamen Ingenieure, die alles abrissen. Und das war's. Was könnte sich in dem Komplex befunden haben? Der anerkannte Historiker Dr. Lügiev auf die Frage nach einer möglichen Erklärung. Es ist nicht untypisch für die Vorgängerregierung an einem entlegenen Ort in Sibirien eine Einrichtung zu bauen. So etwas muss nichts mit irgendwelchen paranormalen Märchen zu tun haben, sondern kann auch einfach aufgrund von geheimen militärischen Aktivitäten erfolgen. Zwar finden sich in den historischen Quellen keine Informationen über Inia oder irgendwelche militärischen oder wissenschaftlichen Einrichtungen in der Gegend, doch die Hinweise widersprechen den Geschichten der Bevölkerung. Wir stießen auf Dokumente, die den Fall aufklären könnten. In einem Auszug aus der Korrespondenz zweier Personen, deren Namen von der Zensur unkenntlich gemacht wurden, ist die Rede von einer Einrichtung mitten in Sibirien. Darin heißt es, dass das Militär zum Zweck der Durchführung von weiteren Untersuchungen mit Kühlfahrzeugen gut erhaltene Leichen von Häftlingen dorthin liefert. Der Verfasser schreibt weiter: Ich hoffe, dass ihr es schafft, etwas mit ihnen zu machen, denn der Berg wird langsam ungeduldig und ein Lebender ist nicht genug. Opfer? Lebende Tote als Opfer für den Berg? Und es wurde gerade super laut. Deswegen habe ich mal kurz am Headset die Lautstärke runtergedreht. Geht's denn da hinten weiter? Ich glaube nicht, oder? Da aber. Aber da jetzt gespeichert wurde, und wie man merkt, ich habe schon voll das Pappmaul. Tolle Aussicht hier. Wo kann man denn mal hier so schön hingucken für eine Abmoderation? So, gucken wir mal in die Richtung, denn das ist das, was uns in der nächsten Aufnahme, im nächsten Stream erwartet. Hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn nicht, obwohl es wird eh nach den Feiertagen sein, wünsche auf jeden Fall wunderschöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und Gerstorf, ich sehe, du hängst da immer noch im Chat. Wir hören uns bestimmt auch noch vorher. Na, nicht vor morgen. Deswegen schöne Feiertage, aber guten Rutsch wünsche ich dir nochmal separat wahrscheinlich. Alles klar. Danke fürs Dabeisein. Man sieht sich hoffentlich bald wieder. Macht es gut. Ciao.